Schön, sind ihr alle da. Mein Name ist Kiko, für die, die mich nicht kennen, mich noch hören. Ich bin Ostschweizer. Hey. Dann habt wahrscheinlich schon gedacht, als ich auf die Bühne gekommen bin. Ich komme aus der Dominikanischen Republik ursprünglich. Kennen ihr das? Die Dominikanische Republik? Schon? Wärst du schon mal dort gewesen? Schon? Was machen? Ferien? Mit wem? Mit dem Vater? Ja, was? Schon, also meine Cousine hast du kennengelernt. Esmeralda, wie ich, mit langen Haaren, schönen Körper, nicht? Nicht, okay. Nein, hätte sie kennengelernt, wäre sie da. Hey. Das ist der Plan. Wie gesagt, ich komme aus der Dominikanischen Republik, bin 1991 in die Schweiz gekommen. Falls euch wundern, in Wien, mit dem Flugzeug. Ja, nein, viele erwarten zu Herzen, wenn wir die Story. Ja, wir sind geflüchtet durch den Wald, auf dem Boot. Dann ein Marsch im Lastwagen. Ich so, nein, Business Class, Tomatensaft, ganz cool, ey. Ich weiß gar nicht, warum sich die Flüchtlinge im Fernsehen so kompliziert machen. Hey. Und viele wissen nicht, ihr gehört es auch im Deutsch. Ich habe recht gut Schweizerdeutsch. Früher war es auch nicht so. Mein Deutsch ist immer besser geworden. Ich mag mich erinnern, am ersten Schultag hatten wir Turnen. Wir gehen in eine riesige Turnhalle. Alles neu für mich. Sprossenwand. Und die Begriff. Die Lehrerin zu mir, Kiko, holst bitte schnell den Schwedenkasten. Ich, welcher von denen ist der muskulöse Skandinavier? Oh Mann, aber das ist mit der Zeit gegangen, auch mit dem Deutsch. Mein Deutsch ist immer besser geworden. Und ich habe gemerkt, je besser mein Deutsch ist, desto mehr Missverständnis habe ich mit Kollegen von mir, die nicht so gut Deutsch können. Der Arif zum Beispiel, ein Kollege von mir, ist schon länger als ich in der Schweiz. Aber er bringt es nicht an. Wenn er redet, sagt er immer, weißt du, Giko, wenn ich mich nicht enttäusche. Ich sage, Arif, das heisst, wenn ich mich nicht täusche. Ich korrigiere, korrigiere. Aber seit ich Comedy mache, korrigiere ich nicht mehr, weil da gibt Material für mein Programm. Weißt du, was ich meine? Ja, am Wochenende zu mir, ja, Kiko, ich habe gerade am Wochenende eine Dokumentation geschaut mit so Tieren. Tieren ist Mehrzahl für Tiere. So eine Dokumentation geschaut mit Tieren. Und dort haben die Löwen immer Stress gehabt mit einem anderen Tier. Wie heisst es? Fangt an zu überlegen, Hygiene. Ich so, ja. Das superste Tier in Afrika. Hey. Ich sage ihm am Samstag, Arif, kommst du raus, eins trinken? Der Arif, ich kann nicht, ich habe Besuch. Ich so, komm raus, tu noch mal her. Nein, Kiko, ich kann nicht. Weißt, der Besuch ist mir sehr wichtig. Weißt, das ist der Bruder von meinem Vater und der ist wie ein Onkel für mich. Ich so. Hast recht, ich will auch die Heim bleiben. Hey. Nein, korrigieren nicht mehr. Schau, ihr lacht, das klappt. Weißt du, was ich meine? Ich müsste ihm eigentlich etwas zahlen für das. Aber SRF zahlt mich auch nicht. Ich habe da keinen Rappen über. Nein, wirklich. Mir passiert das immer wieder. Vor ein paar Tagen bin ich an die Tankstelle schnell reingegangen am Abend. Laufe ich raus, ein Typ fährt hin mit dem M3, schaut mich an und sagt da, ich geh offen. Ich so, hä? Er? Ich geh offen. Ich so, was? Er? Ich geh offen. Ich so, Bro, sorry, ich habe kein Albanisch. Er? Oh, ich geh offen. Ich so, ha. Ich geh offen. Woher soll ich das wissen? Oh Mann. Ah ja. Eben. Nachher bei den richtigen Comedians dürfen da auch gerne klatschen. Da baut es auf, da gibt Energie. Wir leben eigentlich nur vom Applaus. Letztens bin ich im Migros, ich so, Applaus, nichts habe ich bekommen. Aber man sagt so, wir leben vom Applaus. Ey. Wir haben gerade verhungern. So, wir fangen jetzt glaube ich an. Ich sage meiner Freundin immer, aber das sind glaube ich schon 2 Minuten gewesen. Und als nächstes... Wieso lachst du da hinten im Schatten? Hey? So, ich komme nachher leider nochmal. Mein Name ist Giko, ich wünsche euch viel Spass heute Abend. Ich mache ein bisschen Lärm. Danke vielmals SRF für die Comedy Talent Show. Merci euch, dass ihr gekommen seid. Dankeschön.